Verzeihung, ich brauche eine Fußmatte. Bin ich da richtig bei Ihnen? Ja, natürlich. Bitte sehen Sie sich unseren Katalog an. Wissen Sie, ich bin bei der Polizei und da heißt es viel laufen. Und viel laufen heißt schmutzige Schuhe. Und schmutzige Schuhe heißt selbstverständlich Ärger mit meiner Frau. Also dachte ich, ich besorge erst mal eine neue Fußmatte. Oh, na, wen sehe ich denn da? Na, wenn das nicht der gute alte Hagiwara ist. Sie können mir ruhig glauben, Hagiwara. Ich brauche wirklich eine neue Fußmatte für den Hauseingang. Übrigens habe ich Ihren Freund Sakuma getroffen. Der ist die Leiter hochgeklettert. Ja, Nummer 4 des Ryusuke-Syndikats. Stimmt, Nummer 4. Das wären Sie jetzt, wenn Sie weitergemacht hätten. Sie haben es verpasst. Und dafür steht jetzt dieser kleine Idiot Shimazu an Ihrer Stelle. Sie hätten nicht aussteigen sollen, Hagiwara. Mein Gott, was hätten Sie für eine Karriere machen können? Und jetzt Shimazu. Nein, das Leben ist doch ungerecht, oder? Hören Sie auf, mich zu belästigen. Die Zeit im Syndikat ist nun mal vorbei. Ich bin nur ein kleiner kaufmännischer Angestellter und ich habe mit Arschlöchern wie Ihnen nichts mehr zu tun. Arschlöchern wie mir, das ist gut. Hagiwara, ich wollte Ihnen nur sagen, dass es nicht die westlichen Gruppen sind, die hinter dem Anschlag auf Odanaka stecken. Es ist viel zu ruhig im Westen. Wenn es die aus dem Westen gewesen wären, dann wären sie längst hier. Vielleicht, doch das interessiert mich nicht. Ich denke, dass sogar Sie das verstehen werden. Da es Sakuma nicht tut, werde ich es Ihnen sagen. In diesem Krieg werden Sie mit Sicherheit noch gebraucht. Hagiwara, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie mit diesem Leben glücklich sind. Ist schon meine vierte heute. Wenn ein waschechter Yakuza wie Sie hier wirklich glücklich ist, dann ist da doch irgendwas in seinem Leben absolut schief gegangen. Tja. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich fühle, dass die unendliche Energie, die Sie hatten, einer verdammten Lethargie gewichen ist. Setzen Sie sich an den Schreibtisch und verkaufen Sie Fußmatten.